Let's play. Ja, meine lieben Assassin's Creed Freunde und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode hier im Nomenis Titi oder was weiß ich, kann man den Namen nicht merken von dem Gebiet. Ich sage einfach in der Nähe vom Tempel des Sachmet. Der Sachmet, das kann ich mir merken, aber wie das Gebiet hier heißt, leck mich am Arsch. Wir sind hier am Lake Mareotis, also am Mareotis See, beziehungsweise im Gebiet. Ach, das ist doch ein anderes, das sind schon zwei Gebiete. Lake Mareotis ist ein Gebiet und wir waren vorhin immer in Ement Nome. Achso, dass ich jetzt mal, dass da zwei Gebiete sind. Da unten steht auch eine Beschreibung. Der Mariutsee. Der Mariutsee ist der größte See im ägyptischen Königreich und einer der wichtigsten Transportwege. Und Nomos Imentet? Der Nomos Imentet wird auch Westgau genannt, was sich auf der Lage der Stadt Jamu und des Sees bezieht. Sehr schön. Was wollte ich aber? Ich wollte in dieser Episode was nachgucken und zwar da. Die erste Prüfung der Götter steht jetzt zur Verfügung. Blablabla. Die Prüfung des Anubis ist jetzt für begrenzte Zeit aktiv. Stell deinen Kampfkünste gegen diesen mächtigen Gott auf die Probe. Du kannst die Chance, einen Gegenstand aus dem Anubis Rüstungsset zu gewinnen. Wie mache ich das? Ich glaube, habe ich da eine Quest zu bekommen? Erste Pyramide, das ist nicht Geburtsrecht. Scheiße, wir haben keine Quest dazu. Keine Ahnung, wie man das macht. Müssen wir eventuell mal irgendwie rausfinden. Aber man kann hier einen Schatz plündern angeblich. Gucken wir mal. Hallo, was macht ihr hier? Achso, das sind so ein paar Fischfänger hier, ne? Gashuja, hat der Mund. War auf jeden Fall zu meckern. Ich habe keine Pfeile mehr. Mund auf. Ja, du widerliche Sau. Was? Na, was ist hier los? Immer auf die Krokohaut. So, hier war doch irgendwo was, ne? Wow! Ja, da ist noch was. Meine Fresse. Ich dachte eigentlich mehr so an einem Schatz im Wasser, aber... Krokodil, klar, warum nicht? Ihr solltet mal eure Wassergräben ein bisschen, schützen oder so. Ach, hier ist ein Flamingo gestorben. Wer hat den denn getötet, das arme Vieh? Da, auch irgendwas totet. Ein Wasserreiher oder so, Pelikan, hast du nicht gesehen. Boah, lecker Fisch. Warum lässt du den in der Sonne liegen? Der wird doch schlecht. Verstehe ich nicht. Die Leute, ne, das weiß ich nicht, ist ja egal. So, falscher Knopf, wir rufen mal Zenu. Wir sollen ja auf der Insel irgendwo einen Schatz haben. Arbeitet. Da ist was. Ha, gefunden! Dann gehen wir da jetzt hin. Da vorne ist auch ein Krokodil. Hat unser Zenu auch perfekt erkannt mit seinem Adlerauge, beziehungsweise Falkenauge und auf der Mitte markiert. So ist ja unser Adler. So. Wir gehen da oben auf den Vorsprung und töten erstmal das Kroko-Vieh. Dann sehen wir weiter. Ach, guck mal, nee, wir können hier runter. Boah, wie viele Pfeile hier sind. Sephetus, Steuereintreiber, such dich. Nimm deine Sachen und flieh. Du findest ja ein Boot am Rande der Insel. Ja, ich glaube, die haben den gefunden. Die Steuereintreiber. Meine Fresse. Die machen auch keine Gefangenen, ne? Guck dir das mal an. Wie viele Pfeile die hier verballert haben. Klar, ist eine Leiche da, ist das Krokodil nicht weit, ne? Ist ja ganz normal. Auf Wiedersehen. So, wo ist der Schatz? Da unten. Was haben wir denn da? Ein Sichelschwert, 30 Schaden, sehr schön. Haha. Ort beendet. Dann Ort zu plündern, sehr gut. Okay, damit haben wir hier alles, denke ich. Da unten ist noch was. Tauchen. Aha. Sehr schön. Ach, ein Pelikan oder so. Ja, von mir aus. Hilfe, da war ein Piranha. Oder so. So, darf ich mir von euch ein Boot ausleihen? Habt ihr überhaupt ein Boot? Die haben keine... Doch, hier. Ich leih mir das mal aus, ja?
Ah, der ist doch der, mit dem wir gekommen sind. Du hast doch nichts dagegen, wenn wir jetzt weiterfahren, ne? Schiffsrundfahrt hier einmal durch Kairo, mehr oder weniger. Hieß das damals schon Kairo? Nee, ich glaube nicht. So, hier vorne ist jetzt die Quest, die ich noch machen wollte. 180 Meter noch. Da machen wir. Einfach nur geradeaus. Da, vielleicht auf dieser kleinen Insel, die wir da jetzt sehen. Dieses kleine Schutthäufchen. Könnte hinkommen. Doch. Genau das ist es. Wow! Wo sind wir denn dagegen gefahren? Ich will es gar nicht wissen. Hier ist, glaube ich. Ach, hier ist ein komplettes Schiff abgesoffen. Ah. Ist klar, ne? Senno! Da, wir kommen der Sache schon näher. Da ist es. Sehr gut. So, Krokodil ist weit weg. Das heißt, wir können hier tauchen. Ah, Kriegsbogen. 32 Damage. Das hört sich ja erstmal geil an. Den direkt mal gleich gucken, ob wir den equippen können. Noch ein Schatz. Doppelschwert, 31 Schaden. Ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, das ist sogar besser, wie das, was wir im Moment haben. So. Damit hätten wir auch dieses Schiffswrack abgeschlossen. Das scheint schon ein bisschen länger hier zu liegen. So. Gucken wir mal. Ausrüstung. Das ist der Raubtierbogen, das ist der Jagdbogen. Wir machen mal da den Kriegsbogen hin, würde ich sagen, oder? 32 Damage. Mehrere Pfeile. Ach, ich will aber nicht mehrere Pfeile. Sind das die, die mehrere Pfeile abschießen? Die sind da scheiße. Nee, dann nehme ich den doch nicht. Die dümmsten Kackbogen der Welt. Zumindest auf dem Niveau, wie wir sie jetzt im Moment haben. So, da haben wir 36. Was? Ach so, ist ein Land. Ist schon gut, schon gut. Da, 31, das ist ein Stück besser. Wobei, wenn wir das hier verbessern, von der Stufe her, wenn er zwei Stufen höher ist, ist das, was wir jetzt haben, definitiv besser. Das können wir jetzt ersetzen durch legendäres Schwert. Vox Populi, wo habe ich das denn auf einmal her? Zenturien erhalten dieses Schwert, wenn sie dem römischen Volk die Treue geschworen haben. Ich glaube, das haben wir bekommen, zusammen mit dem letzten Update. Da haben wir auch diese Römerrüstung hier bekommen, Zenturio-Rüstung, das hängt bestimmt zusammen. Irgendwie. Da wir haben auch einen römischen Hengst bekommen. Das hatte irgendwas wahrscheinlich mit dem Update zu tun gehabt. Irgendwie, weil ich einen Season Pass habe oder so, keine Ahnung. Das siebte Pferd, das von einer prächtigen Stute geboren wurde. Man munkelt, dass Julius Caesar dieses Pferd abgelehnt hat, nachdem er dessen Zähne begutachtet hat. Komm, wir nehmen das mal. Oh, guck mal, wie geil das aussieht. Boah, ist schon ganz schön fett, ne? Das Schwert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so dick ist. Ja, okay, warum nicht, ne? Geiles Schwert. So. Karte. Wir machen jetzt Folgendes. Haben wir. Hier waren wir auch überall. Dann gehen wir jetzt hier hin. Schnellreise. Und dann gehen wir da die Quest noch machen. Und hier und da und hasse nicht gesehen. Dann sind wir hier nämlich fertig. In dem Gebiet. Zwei Gebieten. Wir haben dann zwei kleine Gebiete im Prinzip geschafft. Yeah. Ja. Kling. So. Ladebildschirm beendet. Wollen wir direkt mal unser neues Pferd ausprobieren. Ah, wo ist es? Hallo. Da. Oh, das ist aber ein schönes Pferd, ne? Abgesehen von den Augen, die abgedeckt sind. Das hätte jetzt nicht sein müssen, finde ich, das arme Pferd. Aber finde ich schon eigentlich besser wie, als so ein Kamel. Ich mag Kamele nicht unbedingt. Weiß ich nicht. Muss jetzt nicht sein, so ein Kamel. Der kann aber auch nicht schnell reiten, das Vieh. Oder ich finde den Knopf dafür nicht. Ja, nee, du sollst hier keine Leute töten. Das Pferd soll einfach schneller reiten. Findet nicht. Ja, ho geht, ne? Langsamer geht immer. Ja.
Ah, jetzt gibt er Gas. Warum? Weil wir jetzt nicht mehr in der Stadt drin sind, oder was? So, ab durch die Wüste, mein Pferdchen. Hallo, aus dem Weg. Aus dem Weg. Ja, hab ich doch gesagt, aus dem Weg. Sprech mich nicht nach. Bist du ein Papagei oder was? Marhaben. Hallo, wie geht's? Decision-Gerre. Ja, siehst du? Decision-Gerre. Ich hab keine Ahnung, was das heißt. Aber ich find's lustig. Ah, wir laufen in die richtige Richtung. Auch wenn wir nicht so weit reiten. Aber die Richtung finde ich schon mal gut. Hier waren wir schon. Ach, guck mal da vorne. Da müssen wir uns definitiv umgucken gleich. Ah, sehr schön. Ach, das ist schon wieder so ein Sternzeichen-Gedönskirchen-Teil. Mit dem Pferd ist das viel geiler. Ist viel schneller wie das Scheißkamel. So, interagieren. Macht zwar keinen Sinn, wenn es mitten am Tag ist, aber... Ah, was ist das? Ein Hund? Ein Pferd? Also, wir warten, bis nachts ist. Ein mysteriöses Sternzeichen. Aha. So, wo müssen wir das denn einfügen? Hier sieht doch... Da. Ich hab's schon gesehen. Da. So, gedreht einmal. Das muss da sein. Hier. Magi sind den Göttern verpflichtet. Wir müssen stark ist hier. Sein und bereit zum Kampf. Aber wir dürfen nur kämpfen, wenn es gerecht ist. Ich werde hart trainieren, Papo. Ich will stark sein und jagen können wie du. Du kannst jetzt schon besser mit den Waffen umgehen als viele Männer. Du wirst ein großartiger Magi-Sohn. Wie Mama sagt, mögen sich deine Siege vervielfachen. Ja, ist ja schön mit diesen... Die göttliche Löwin. Die mächtige. Ihr Atem hat die Wüste erschaffen. Erbarmungsloseste Jägerin. Sie führt die Armeen des Pharao in die Schlacht. Da musst du da rein, oder nicht? Oder passt das doch nicht ganz vom Winkel? Muss doch. Das muss passen. Da. Ist doch das Einzige, was passt von der Art und Weise her. Jetzt habe ich mich verirrt hier am Himmel. Wo bin ich? Hilfe! Wo? Da, das muss hier sein. Guck mal, das passt doch perfekt nahezu. Ein bisschen gedreht, ein bisschen gekippt, aber ich kann das Ding nicht drehen, ist das Problem. Also ist das auch falsch. Ah, da vielleicht passt das von der Menge. Nein, da auch nicht. Der muss da sein, da wo ich gerade war. Da, die sind in der Reihe, die sind in der Reihe. Das ist hier. Hier, einsetzen. Blödmann. Macht der nicht, das ist ein Bug. Kannst du erzählen, was du willst? Warum wird überhaupt gesagt aufhören? Bajek? Warum machst du hier... Warum machst du was, was ich nicht sage? Ja, finde das Sternzeichen ist gar nicht so einfach. Sternbeobachtung beenden ist mit... Achso. Ach, mit der Maus kann ich da drehen. Mit dem Mausrad. Das weiß ich doch nicht. Ich dachte, der dreht dann automatisch. Ja, da passt das dann auch. Da der Löwe. Göttlicher Löwe. War ich ja mit einem Hund mal gar nicht mal so nah entfernt. Ne? Ich meine, zumindest von der äußerlichen, ja, hier, ne? Kontur her, sag ich mal. Ist ja schon, ja. So, damit hätten wir Nummer 3 von, ich glaube, 12, ne? Für jeden Monat ein, so monatsmäßig. Kann das sein, Sternzeichen? Ja, macht Sinn, ne? So, haben wir, wo ist denn das Pferd abgeblieben? Boah, ist das ein... Komm her. Da ist es. Hat sich nur irgendwo eine Düne versteckt. So, wo war jetzt die Richtung, wo ich hin wollte? Wo ist Norden? Da. Wir müssen in die Richtung. Ha, kleine Hyänen sind auf Beutezug. Sie haben Hunger. Da gibt es noch eine Quest. Sehr schön. Kommt da wieder irgendwo ein Sandsturm auf?
Aha. Nur eine neue Region entdeckt? Wieso neue Region? Ach so, wir haben das Gebiet ein bisschen erweitert. Ah ne, wir sind jetzt hier in Kenshu-Nomme. Dann machen wir im Kenshu-Nomme auch noch. Dann sind wir perfekt direkt hinter den Pyramiden. Nehmen wir das auch noch mit. Pyramide können wir eigentlich auch schon machen hier in Giza, ne? Level 17 bis 20. Oh, aber nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Noch nicht. Hathor von... Pass auf, Kollege. Ja, Absteigen. Was wollt ihr hier, ihr widerlichen Drecksäcke? Bei den Ruinen. Mit dem Horuskopf. Niemand hat hier was zu suchen. Außer ich. Ich bin der Magi. Ich beschütze hier alles. Was ist denn da? Warum ist da die Kamera so seltsam jetzt? Hä? Was soll denn da sein? Müssen wir mal untersuchen. Das muss untersucht werden. Hä? Von hier kann ich nicht weiter nach oben. Kurios. Dann gehen wir im Tier hoch. Ja, ja, mein Pferdchen macht da unten komische Geräusche. Ja, also. Aha. Ne, der stirbt dadurch nicht, dann mach ich das doch nicht. Aha, wahrscheinlich wurde der nur markiert da, der Fischkopf da vorne. Ah, Level 13 Gegner. Ja. Kaputt. Klar, springt 10 Meter runter. Ist ja gut, ist Wüstensand. Da sind wir schön gefedert gelandet. Macht ja Sinn. Ja, ja. Aha, da vorne ist auch noch einer. Was machen die denn hier bei den Ruinen? Ich verstehe das nicht. Was? Hörst du das Geflüster? Da vorne, da war doch gerade irgendwas. Irgendwas ist hier seltsam. Irgendwas versucht uns irgendwie dahin zu locken. Kann das sein? Da in die Richtung? Was soll denn da sein? Ha, da müssen wir uns mal merken. Oder ich habe gerade Halluzinationen gehabt oder so. Ich weiß es nicht. Schatz plündern. Da ist ein Gegner jetzt auf einmal aufgetaucht. War der gerade, der war doch gerade nicht da, oder? was ist hier los? Hier hat anscheinend mal eine gigantische Schlacht stattgefunden. Eine Schlacht. Guck mal da, die Elefanten oder was da alles liegt. Was ist denn hier? Guck mal da, was ist das? So ein Schal oder so. Ist das eine Schlacht, an der wir damals teilgenommen haben? Erinnern wir uns gerade so ein bisschen? Kaputte Streitwagen, das ist definitiv ein Elefant. Hier sind irgendwelche aufgespießten Leute. Alles nur Erinnerung. Schall und Rauch. Verrückt. Wo müssen wir jetzt hin? Ach da, weiter nach Norden einfach nur. Da vorne. Was? Eine Kobra. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ah, unser Falke will ein paar Kobras erledigen. Mach ruhig. Diese Grabräuber gerieten in einen Sandsturm, der ein Schlangennest aufdeckte. Eine Reihe unglücklicher Ereignisse ist dieser Ort verflucht. Quatsch. So weit glaube ich nicht. Ein Stab. Aha. Klepptes Ende. Na, Kobra? Komm, wir töten die. Ich bin ja eigentlich ein Schlangenfreund, muss ich sagen. Nee, guck mal, wie süß die sind. Guck mal.
mal, der ist dann komplett egal, dass wir hier sind. Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Die lassen wir am Leben. Ah, hier ist eine Leiche, sehe ich mal jetzt erst. Das sind mehrere Leichen, ne? Die hier liegen. Hä? Was hat der denn für Hallus? Der macht mir langsam Angst, der Bajek. Geht die Quest noch weiter, oder was? Als würde der Wind wollen, dass wir hier über die Düne gucken, ne? Wir gucken mal da drüber. Vielleicht ist da ja was. Meine Güte, ist aber... Da hinten ist eine Oase. Oder ist das... Wir denken immer mehr von dem Gebiet auf, habe ich das Gefühl. Ist schon wieder ein neues Gebiet hier, wenn wir weiterlaufen. Wir laufen erstmal zurück, würde ich sagen. Wir machen nicht noch ein neues Gebiet auf. Wir machen erstmal das, was wir jetzt gerade aufgedeckt haben, würde ich sagen. Eins nach dem anderen. Puh. Verneige dich vor deinem König, Ägypter. Wer ist denn da? Ach, du bist mein König. Der hat eine ganz schön weibliche Stimme, deswegen habe ich erstmal nicht realisiert, dass das unser König ist. Also unser Pharao. Ja, gut, ne? Schatz plündern. So. Da, ach, guck mal. Guck mal, ah! Da ist ja, ah, hier ist ein geheimer Raum irgendwo, ne? Aha. Da unten, irgendwie müssen wir da runterkommen. Tja, wahrscheinlich irgendwo hier bei der Tempelanlage. Denke ich mal. Der guckt hier mal irgendwo hin, der Bajek. Irgendwas ist hier. Da, hast du gesehen? Da war schon wieder was. Also der, den wir getötet haben. Oder der sich hier rumwindet, der noch immer Bauchschmerzen hat. Ja, wir haben auf Wumm. Ach, hier! Ah. Hab ich gar nicht gesehen. Vorhin. Eine Leiche mit einem geilen Schild. Lieber Saheb, ich habe versucht, dieses Gebiet von anderen Banditen zu säubern, aber ich verliere jeden Tag Männer. Die Schlangen sind zahlreich und ihr Gift muss direkt von Apophis stammen. Ich brauche mehr Waffen, um sie zu bekämpfen, sonst bin ich der Nächste. Fürchte ich. Apophis, ja, den kennt jeder, der damals Stargate geguckt hat und auch so kann man den kennen. Denn Apophis ist, glaube ich, der Gott der Nacht damals gewesen und des Giftes und so weiter und so fort. Dementsprechend genau das Gegenteil zur Göttin Nut, die natürlich die Göttin über den Tag war. Das hatten wir aber schon, hatte ich schon mal irgendwann gesagt in irgendeiner anderen Episode. Bisschen klugscheißen hier. Jetzt habe ich die Gelegenheit, jetzt darf ich das. Jetzt passt es nämlich. Okay. Warum ist denn hier Tageslichteinfall? Verstehe ich nicht. Macht keinen Sinn. Ach, da oben ist so ein kleiner, so ein Mini-Mini-Mini-Schlitz. So, ich glaube, wir müssen hier durch. Aha, genau. So, was haben wir denn hier? Okay, der Eingang ist verschüttet. Ah, da sind die Schlangen. Ist ja gut, ist ja gut. Machen wir schnell. Ich meine, gut, die müssen wir jetzt töten. Die wollen es ja nicht anders haben, die Viecher. Die Schlangen. Warte, der hat überlebt. Ich baller die doch voll ab und das ist ja egal. Pfeile her, Pfeile her. Ach so, Geheimgang. Da sind wir einmal im Kreis gelaufen hier, ne? Ja, ja, okay. Geheimgang. Eigentlich nicht, aber ist ja egal. Okay. Zack, bumm.
Was haben wir hier Schönes? Aha. Oh. Schild. 33. Wir haben ein besseres. Sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Ich würde es ja nehmen, wenn wir nicht ein besseres hätten. Ja, alles klar. Hier haben wir dann alles entdeckt. Können wir hier wieder hinaus. Womit denn auf einmal hier unten alles so rötlich? Geht die Sonne gerade unter oben? Hathor von Mefka. Mefka. Keine Ahnung. Komm her, stolzes Ross. nicht so, ja, so. Ha, unser schönes Ross. Das ist schon ein Pferdchen, ne? Ganz nach meinem Geschmack. Oh, wir sind so nah an den Scheißpyramiden, ey. Heftig. Ich könnte schon fast drauf spucken. Da will ich hin. Ich will mir gleich das Bild angucken. Ich will nur gucken, was da ist. Hier scheint ja nicht viel zu sein in dem Gebiet, muss ich mal sagen. Einfach nur Wüste, ne? Ah, was ist denn nach vorne? Hä? Warum ist denn da so ein Ausrufezeichen auf einmal? Ha. Werden wir gleich untersuchen, eventuell. Ah, so, da ist ein Dorf. Was ist denn hier? Sind irgendwelche Ausgrabungen? Wollte jemand. Was suchen die denn hier im Sand? Keine Ahnung, da sind auf jeden Fall Skelette. Finde ich nicht so einladend hier die Gegend, muss ich sagen. Da ist eine Leiche. Hallöchen, Reisender. Gott, gehen wir dahin. Falls das begehbar ist. Oder. Ja doch, das gehört zu diesem Gebiet. Das werden wir jetzt sowieso. Oder hätten wir gleich aufgedeckt. Da waren wir auch noch nicht. Ja, scheiße, Mann. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Ah, wir gehen mal eben hier rein ins Gebiet. Da vorne scheint ja was zu sein. Da ist ein Ausrufezeichen. Man sieht es klar und deutlich auf der Map. Neue Region entdeckt. Nomos Nered Reset. Erstmal direkt gucken, wo wir hier Aussichtspunkte haben. Da ist schon wieder Grenze zum nächsten Gebiet. nächstes Gebiet wäre aber vom Level her fast zu hoch, würde ich sagen. 15 bis... Ja, eigentlich ist das Gebiet auch schon zu hoch mit 15 bis 18. Wir sind doch Level 13, glaube ich, oder? Wo sind wir? Ja, 13. Wir sollten hier wieder verschwinden eigentlich. Aber ich kann irgendwas skillen. Und zwar... Du kannst dir schnell einen Streitwagen kaufen. Hier, länger Atem anhalten brauchen wir aber... wir brauchen noch einen Punkt mehr. Wir haben erst 2, wir brauchen 3. Ja gut, wenn das hier zu hoch ist, das Gebiet vom Level, dann hau ich wieder ab. Bringt uns ja nichts, gegen Gegner anzutreten, wo wir dann nur verkacken. Wir gehen dann definitiv jetzt in komische Punkte einnehmen. Da. Müssen wir nur gerade auslaufen. So, einmal X drücken. Dann läuft das Pferd automatisch. Kann ich ein bisschen abchillen. Wenn das Pferd läuft. Oh, oh, guck mal, was für eine Armee von Hyänen hier rumrennt, ne? Wow, Level 15 sind die. Und Totenkopf war, glaube ich, auch dabei. Ne, dann laufen wir weiter. Lauf! Die machen uns sonst frisch, die Viecher. Der Wind frischt auf. Und nimmt den Sand mit. So, 900 geschmeidige Meter. Schon wieder so eine Fata Morgana anscheinend. Er sieht wieder irgendwas.
Bayek, was siehst du denn hier? Irgendwas ist mit der... Da ist eine Oase, die war doch gerade nicht da, ne? Was ist denn hier? Komm und trink ein Bier mit mir, Sunny. Meine Fresse, die Oase ist schon... Irgendwas ist hier. Kannst du mir erzählen, was du willst? Komisch. Ja, meine Freunde, das ist seltsam. Wir sehen die ganze Zeit irgendwelche Fata Morganen. Ist Fata Morganen die richtige Mehrzahl von Fata Morgana? Oder ist es, wir sehen mehrere Fata Morganas? Fata Morganas hört sich scheiße an. Wir sehen mehrere Fata Morganen oder Fata Morganen, ich weiß es nicht. Wir sehen eine Fata Morgana nach der anderen, so sagen wir es einfach. Perfekt. Wir sehen hier eine Fata Morgana nach der anderen. Die Fata Morgana, ich habe das Wort jetzt so oft gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was das bedeutet. Fata Morgana. Warum überhaupt Vater? Was hat mein Vater damit zu tun? Vater Morgana? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir ein Trugbild nach dem nächsten. Und unser Pharao war da. Eine Oase war da. Man weiß es nicht. Das Gebiet, wo wir gerade kurz drin waren, ist zu stark für uns noch. Leider. Wobei, wir könnten es ja vielleicht mal probieren. Vielleicht, ja. Gut, auf jeden Fall. Wir machen uns jetzt auf den Weg hier zum südwestlichen Aussichtspunkt, den wir noch erkunden müssen. Und dann werden wir, denke ich mal, sowieso keine andere Wahl haben, als in dieses schwere Gebiet vorzudringen. Wobei ich mich dann nochmal auf der Map versichern möchte, dass vielleicht nicht doch noch ein geringeres Gebiet irgendwo auf uns warte und von uns erkundet werden möchte. Gut, ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Episode dann. Ciao. Gemeinsam können wir mehr erreichen als Alexander. Er wird die Karten aufdecken, bevor der Krieg zu Ende ist. Gut. Böse? Das sind nur Wahnvorstellungen in der Wüste. Willenskraft ist alles, was zählt. Du magst kein König sein, Bayek, aber du wirst Geschichte schreiben.